Hallo Leute, seid willkommen. Kleines bisschen von unserer Farm im Farming Simulator 22. Und zwar, wie weit ist der Remi denn da jetzt mit seiner Farm? Und zwar können wir hier mal eine kleine Runde rumfahren. Was haben wir denn da geschafft oder wie weit sind wir denn da schon? So, hier drüben haben wir erstmal unser Silo und unser Wurzelfruchtlager. Ja, das Wurzelfruchtlager ist aus einer Mod. Dann haben wir unser normales Silo für die Herstellung von Silage. Dann haben wir zur rechten Gewächshäuser. Die Gewächshäuser sind schön und fleißig beim Ackern und Arbeiten. Dann haben wir hier drüben unsere Fabrik zum Wein erstellen. Ui, da hat jemand den Traktor im Weg stehen lassen. Den müssen wir doch gleich mal kurz wegfahren. Dann kommt hier unsere Werkstatt. Ja, wir haben uns diesmal hier wirklich spielen ja an den PC und eine schöne Auswahl an Traktoren und unser, was können wir alles da so auf unserer Farm machen. Und die Hühner waren auch schon fleißig, haben wir schon Eier hier, 90 Kilo Eier, 150 Stück, das ist fein und lecker. So, einmal raus aus der Ecke und wir fahren mit unserem blauen Traktor weiter. Genau, Landini 27 Robus 6. Dann haben wir hier unsere Weinreben. Wie gesagt, hier haben wir die Verarbeitungsstätte für Wein. Wasser, unser Hühnerstall, unser Farmhaus mit Gartenschuppen und Hundehütte. Gerade rüber schöne Straßen und ebenfalls die Pferde. Dahinter kommen dann auch gleich die Schweine. Unsere Rundballensilos, wir setzen diesmal auf Rundballen. Der Kuhstall ist übrigens dieser neu oder moderne Stall, so heißt er ja. Was haben wir denn hier hinter noch? Da haben wir für die Herstellung noch für die Jauche und für den Mist die Sachen mit drin. Müssen wir mal einmal wenden. Und der Fütterroboter, der macht schon richtig Spaß, beziehungsweise der macht viel ja auch alleine. Müssen wir allerdings mal auffüllen. Wir haben hier noch ein paar Ballen und ein bisschen hin und her. Da haben wir dann Untersteller, wo wir täglich, beziehungsweise in diesem Game ja monatlich Geld bekommen, weil die eben Solarplatten haben. Unsere Biogasanlage, die ist noch nicht komplett in Betrieb. Da müssen wir noch ein bisschen rumfummeln und rumfuchteln. Da hinten erntet noch alles nötig ab, damit wir da hier mal ein bisschen vorwärts kommen. Ansonsten, jo, man sieht's, wir hatten angefangen, die anderen sind gar nicht zu sehen, zu weit weg, mit unseren Windrädern. Wir hatten ja am Anfang alles so ein bisschen durchgetestet, Helferaufgaben gemacht und sind jetzt hier neumodisch und modern. Und setzen auf Windenergie. Da haben wir 5, da hinten sollten eigentlich nochmal 3 stehen. Die sind jetzt nur zu weit weg. Also wir haben 8 Windräder, die uns dann erstmal ein bisschen Schub auch an Geld geben, damit wir hier quasi uns einen Startbonus haben für unsere Tiere und jetzt so langsam auch mit Produktionsgebäuden loslegen können. Dann hier vorne haben wir, geht es ja weiter. Wir haben hier schon mal die Molkerei. Die Bäckerei. Und dahinter wollen wir mal gucken, was da noch so hinpasst. Hier müssen wir uns blaue Riesenlager anschaffen für die jeweiligen Sachen dann, die wir da haben und noch brauchen. Also hier brauchen wir richtig viel Platz zum Einlagern, rausfahren, rumfahren. Wir haben auf der Karte, wenn wir da mal gucken, wo wir uns hier befinden, machen wir sie mal groß. Richtig groß. Und zwar haben wir jetzt hier auf dem Feld 29 ist hier oben und dann auch bei der 30 komplett niedergelassen. Wir bewirtschaften Feld 31, 32, 29, 33 und 34. Das sind im Moment unsere Felder und die legen nach und nach los.
wird zum Teil so gehandhabt, dass 70% verkauft werden und 30% ins Erstmannslager kommen. Denn unsere Pferde brauchen ja natürlich Hafer und von daher, wenn wir die Felder mit Hafer bestellen, dann ja, muss für uns ja auch noch ein bisschen was übrig bleiben. Und die ganzen Futtermittel und Sachen für Ballen, die benötigen natürlich auch noch Zeug. Wir wollen aber noch ein bisschen größer hinaus und werden jetzt mit unseren Produktionsgebäuden, mit der Biogasanlage, mit der Molkerei und mit der Bäckerei dann hier mal so ein bisschen loslegen. Das ist hier nicht ganz so einfach, aber gut, ist eine Herausforderung. Wie gesagt, hier so ein kleines Update von der Farm, wie weit ist der Remi denn da jetzt so, denn wir wollen ja noch ein bisschen weiter hinauskommen. Leute, lasst mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen und vor allen Dingen seht ihr dann auch, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, wir wollen gucken, stellt gerne Fragen, wenn es irgendwo Probleme gibt, dann sagt da einfach Bescheid und dann können wir mal drüber plauschen oder sogar die Fragen beantworten. Also, in dem Sinn, mir fällt nichts mehr ein. Bis zum nächsten Mal, euer Remi.